3, 2, 1. Es sind Feinde in eurem Dungeon. 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge Dungeons 3 Story mit mir, dem Regi. Und es sind Feinde in unserem Dungeon eingedrungen. Palia verteidigt da ganz kräftig. Was haben wir das letzte Mal gemacht? Wie ihr seht, Weihnachtszeit ist hier. Beziehungsweise, wenn das Video veröffentlicht wird, war Weihnachten schon längst. Aber ich spiele es gerade quasi vor Weihnachten. Also, ne, nicht irritiert sein. So, was ist jetzt mit meinen ganzen Orks und so passiert? Wo sind denn die eigentlich? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Wo sind meine Orks? Ich finde das cool hier mit den Geschenken und so. Talia muss aber auch mal raggen hier. Was habe ich hier eigentlich irgendwo? Ich muss doch hier irgendwo ein Ding haben. Sirene. Nagas. Ja, die stehen alle hier. Hier, Talia. Für das Böse! Muss geheilt werden. Naga, ihr müsst Talia heilen. Dankeschön. So, und wir kümmern uns mal um die Planung unseres Dungeons. Schauen wir mal, was kann man noch so erforschen? Die Fallen haben wir alle erforscht. Da kann man noch irgendwas verbessern. Dämonen kann man noch verbessern. Das kann man noch erhöhen, das Bevölkerungscap. Schalterlänge können wir uns noch mehr holen, aber mehr geht gerade nicht. Was kann man da? Funktioniert das jetzt, wenn ich jetzt sage, jo? Oh ja. Nice. Sind alle tot. Stellen wir den Ork da mal wieder hin. Okay. Kurz, die werden auch selbstständig eingesammelt. Dann holen wir den Ork mal wieder zurück ins Dungeon. Wir müssen nämlich, glaube ich, noch einen so einen Stein holen. Kann das sein? Nee. Das ist so ein Stein. Shit. Das ist schlecht. Das ist sehr, sehr schlecht. Bleibt uns jetzt quasi doch die Steine von Gehenna pulsierten voller Magie. Oh, nice. Ihr Zauber stand erneut zur Verfügung. Wie schaut's aus mit der guten Talia? Gut, irgendwie konnte man doch alle kampffähigen Teile hier greifen. Scheiße, jetzt habe ich nicht. Es ist Zahltag. Ah, super. Ich habe doch noch Bevölkerungscap. Kann ich noch einen Imp anwerben? Ich hol mir lieber noch einen Ork und einen Naga. Dann haben wir Safe Heilung und so. So, jetzt muss ich gerade nochmal schnell in Optionen schauen. Unter Steuerung. F2, okay. Bis auf die Schneiderlinge haben wir jetzt, glaube ich, alles dabei. Kann das sein? Nagas haben wir auch drei, passt. Okay. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Da ist einer angepisst.
Zeit, dass wir losmarschieren. Sind die alle müde oder wie? Pass auf, während die da gerade an die Oberfläche gehen, müssen wir mal die Quartiere hier vergrößern. Das geht nämlich gar nicht, dass die hier nicht schlafen können. So. Ihr wünscht? Dann holen wir uns mal diesen dritten Stein. Ja, das hat sich ja erledigt. Ein Häuschen. Ich glaube, jetzt finde ich mir wahrscheinlich die Mission. Jetzt hier weiter. Da müssen nämlich eigentlich auch noch Viecher sein. Riesiges Steinwesen. Warum liegt denn da ein Steinhaufen rum? Warum hast du eine Masse? Moment, der Steinhaufen? Ach, come on! Ich glaube, der ist unwichtig. Nein! Den sollten wir in Ruhe lassen. Den haben die nicht gebracht. Boah. Nee. Alter. Der kam unerwartet. Die Steine von Gehenna pulsierten voller Magie. Ihr Zauber stand erneut der zur Verfügung. Der kam unerwartet, ey. Thanos muss sterben. Boah, leck, ey, war der unerwartet. Oh Gott, ey. Dungeons 3 ist halt immer wieder gut zum Lachen. What the fuck, warum ist der so schnell? Blutrausch. Wie schon beim ersten Stein erwachten auch hier einige Wächter zum Leben, um Talia anzugreifen. In seiner Weisheit hatte das dies vorausahnende Böse natürlich schon vorgesorgt. Na, wollen wir's hoffen. Boah, ey, der kam echt unerwartet. Talia, hör bitte auf mit deinen Taten. Kehre zurück zum Licht. Ich habe mehrere Jahre gebraucht und mehrmals speichern und laden müssen, bevor ich all diese Dämonen verbannt hatte. Vater, ich versuche es, aber das Böse, es ist so stark. Kämpf dagegen an, mein Kind. Vergiss nicht, dass dich dieser Stinkstiefel die letzten Jahre an einem Ort eingesperrt hat, der nicht umsonst ermüdende Bibliothek heißt und sein bester Freund ein Zwerg ist, der alle Elfen hasst. Ich weiß, der Erzähler sollte ja eigentlich neutral sein und über der Geschichte schweben, aber dieser Typ nervt langsam mit seinen Einblendungen, wo er doch hunderte Kilometer entfernt ist. Richtig. Du bist nicht mein Vater. Du hast mich nur ausgenutzt. Du schimpfst dich einen ehrbaren, guten Paladin. Und doch hast du zugelassen, dass man mich verspottet und beleidigt hat. Mit dir bin ich fertig. Nachdem sich Talia wieder auf ihr eigentliches Wesen besonnen hatte, ignorierte sie Thanos und wandte sich wieder den Steinen zu. Hier lang, Hobbitze! Ich meine, böse Kreaturen, folgt mir! Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Ich hab's mir schon gedacht. Ich hab's mir schon gedacht, dass das, dass der Scheiß passiert. Komm, wir schauen uns alle aus. Jawoll. EZ. Geschafft! Das
Das Siegel ist gebrochen. Talia hatte einen weiteren Stein von Gehenna erobert und das dieses Mal sogar ohne einen ausgedehnten Monolog mit ihrer gespaltenen Persönlichkeit. Also, eigentlich wollte ich gerade etwas... Meine Güte, halt die Klappe! Wo waren wir? Ach ja, abermals schoss ein riesiger Mana-Strahl in den Himmel und ein Portal öffnete sich. Ob es nun in das Universum der Winchester-Brüder, Buffy, Charmed oder was auch immer führte... Es sprangen tötungswillige Dämonen heraus. Wie in guten Spielen üblich, die noch etwas Spielzeit schinden müssen, gab es noch einen dritten Stein, den es zu erobern galt. Sogleich machte sich Talia auf den Weg. Die Magie der Steine von Gehenna war bereit für einen neuen, hoffentlich tödlichen Schlag. So, dann holen wir uns mal den letzten Stein. Dann haben wir die Quest. Nein, das ist der vorletzte. Der dritte Stein von Gehenna war ganz nah. Ein drittes Mal erhoben sich die Wächter, um Talia daran zu hindern, an dem Stein von Gehenna herumzufingern. Wer hätte das gedacht? Ich habe keine Gurus mehr. Scheiße. Lass mal die mal kämpfen. Oh, ich sehe es gerade. Was macht meine Schnatterlinge eigentlich? Talia, ich bitte dich! Schon wieder? Der Typ taucht jetzt schon zum dritten Mal auf. Ist er der verdammte Geist der Weihnacht oder was? Halt endlich die Klappe und lass uns mit dem Spiel weiterkommen. Aber ich... Also, jetzt ist aber gut. Die kommt nicht zu dir zurück, alles klar? Schätzungsweise haut sie dir in 15 oder 16 weiteren Missionen ordentlich eins auf die Mütze. Ich bin doch... Mein Gott, du hörst einfach nicht auf, oder? Okay. Talia, dein Job. Halt die Klappe, Thanos. Darf ich auch noch was dazu sagen? Nein! Geschafft. Jetzt haben wir nur noch einen Stein von Gehenna. Endlich! Das letzte Siegel ist gebrochen. Tod dem Guten! Alle Macht dem Bösen! Tatsächlich! Talia hatte einen weiteren Stein von Gehenna eingenommen. Mana in die Höhe, Dämonen aus Portal, bla 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 und so weiter. Ihr kennt das ja schon. Nun musste nur noch der letzte Stein von Gehenna eingenommen werden. Moment. Sagtest du nicht insgesamt drei Steine? Das waren doch jetzt schon drei. Nein, da täuschst du dich. Nein, ich täusche mich nicht. Du hast gesagt, jedes gute Spiel hat drei Ziele. Ich sagte ja auch, jedes gute Spiel. Okay, dagegen kann ich nichts sagen. Dann eben auf zu Nummer 4. Und sie durch wütend geworden und streikt. Ist mir gerade egal, wer streikt oder nicht. Wir machen jetzt die Dinge zu Ende und fertig. Ihr könnt es dann später schlafen, Leute. Wo ist Talia? Talia, eigentlich sind aller guten Dinge ja drei.
Aber nachdem es 4 Steine sind, versuche ich noch ein letztes Mal, dich zu Sinnen zu bringen. Bitte lass ab von deinem Tun und kehre zum Guten zurück. Wir können gemeinsam das Böse ausmerzen. Vater, ich... niemals! Ich werde die Königin des Bösen sein und alles Gute vernichten. Mit diesen Worten sollte alles gesagt sein. Zeit, den letzten Stein einzunehmen. Dummerweise versperrte dieser unansehnliche Steinhaufen den Weg zum 4. Stein und musste erst aus dem Weg geräumt werden. Hier werden wirklich alle Register gezogen, um noch ein bisschen Spielzeit rauszuschinden, nicht wahr? Sehr lobenswert. Dieser Steinhaufen war zäher als gedacht. Und was zum Teufel? Ja, what the fuck? Wer hat mich aufgeweckt? Warst du das etwa? Meine Kinder sind alle tot. Dafür wirst du büßen. Ich werde dich zermalmen. Okay, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Natürlich hatte das vorausahnende Böse so etwas bereits berücksichtigt und stürzte sich gut vorbereitet in den Kampf, hoffe ich. Die Magie der Steine von Gehenna war bereit für einen neuen, hoffentlich tödlichen Schlag. Komm, riesige Steinwesen. Ach du Scheiße. Der Zauber der Steine von Gehenna wartete darauf, erneut an den Feinden des sadistischen Bösen eruiert zu werden. Passt. Mit einem bedrohlichen Knirschen ging das riesige Steinmonster zu Boden. Das Marmor, Stein und Eisen durchbrechende Böse hatte gesiegt. Aus den Resten würde es sich vielleicht ein neues Bad gestalten lassen. Im Englischen kann doch so ein Witz dann gar nicht funktionieren. Den 4. Stein einzunehmen war nun babyleicht. So leicht, dass wir es tatsächlich nur in einer kurzen Zwischensequenz abfrühstücken und dir diese nervige Klickarbeit ersparen. Oh, danke. Alle Siegel waren nun gebrochen und die Dämonen strotzten vor Tatendrang, um an der Seite des ultimativen Bösen Chaos, Zerstörung und Volksmusik über die Welt zu bringen. Den letzten Punkt habe ich mir vielleicht auch nur ausgedacht. Ganz so böse ist es dann doch nicht. Grimli war nach wie vor auf der Suche nach der Dunkelelfe und dem sie umgebenden Bösen. Dafür hatte die sich gegen ihren Ziehvater Thanos durchgesetzt und dem Guten widerstanden. Doch als später seine Späher zu ihrem Entsetzen die Steine von Gehenna derartig zerstört vorfanden, war die Armee des unscheinbaren Bösen bereits weitergezogen. Yay! Ja, zur Kampagne. Die Sumpflande von Aschenquell. Während die Schergen von Grimli Hammerhand nach Thalia und der Armee des absoluten Bösen Ausschau hielten, marschierten diese in der Düsternis der Sumpflande von Aschenquell langsam auf die Zwergenstadt Stahlschmiede zu. Diese,
idyllische Gegend bot die einmalige Gelegenheit, sich weitere Verbündete zu sichern. Untote. Okay, gut zu wissen, dass wir uns zum WoW-Gebiet bewegen. Stahlschmiede. Und dann diese komischen Sumpflande. Während sich andernorts Grimlis Späher die Mühe machten, jeden Stein auf der Suche nach Talia umzudrehen, und das meine ich wörtlich, war diese in Richtung Stadt Stahlschmiede aufgebrochen, dem Sitz des Zwergenkönigs. Allerdings hatte sie durch einen dezenten Wink mit dem Zaunpfahl des überhaupt nicht taktvollen Bösen einen kleinen Umweg gemacht in die Sumpflande von Aschenquell. Hier lagen uralte, mit Flüchen belegte Gebeine längst vergessener Soldaten, unruhig in ihren Gräbern und warteten nur auf den nötigen Schubs, um sich endlich zu erheben und The Talking Dead nachzuspielen. Oder wie das heißt, The Modern Talking Dead. Unglücklicherweise und natürlich völlig zufällig hielt sich Grimli, der rassistische Zwergenkönig, ebenfalls in Aschenquell auf. Ei, hackt mir Holz, ich hab nicht genug Ressourcen. Ich will nachher noch eine Kaserne errichten, um Ritter und Fußsoldaten anzuheuern. Außerdem brauche ich das Holz, um diese Palisaden... Welcher Schwachkopf hat denn bitte das verbrochen? Wenn ich mir meinen rechten Zeh abschneide, zieht der los und baut eine bessere Verteidigung auf. Los, bringt das in Ordnung. Und da drüben bauen wir noch einen Wachturm. Oder zwei. Grimli ist hier? Ach so. Ausgezeichnet. Ich werde dieser bärtigen Bierleiche seine ganzen verdammten Vorurteile aus dem Leib prügeln. Dabei werden mir diese Möchtegern-Untoten in ihren Gräbern gute Dienste leisten. Mal sehen, wie es dem besoffenen Tölpel schmeckt, ein paar nach Hirn hungernden Zombies entgegenzutreten. Nicht, dass aber seinem mickrigen Spatzenhirn da Angst haben müsste. Talia, willst du das nicht noch einmal überdenken? Untote? Wie tief sind wir nur gesunken? Ach, dich gibt es immer noch? Ich dachte, ich hätte dich in der letzten Mission schon endgültig vertrieben. Wie auch immer, halt die Klappe und lass mich arbeiten. Ich muss die lebenden Toten erwecken. Um also die Nacht der lebenden Toten zu beginnen, musste unsere Protagonistin, Gesandte des sich gerade mit einem Hähnchenschlägel beschäftigten Bösen, die größeren Friedhöfe der Region erreichen und die Untoten dort rekrutieren. Was sind denn hier Ausgänge? Da und da. Da kann man Fallenraum raus machen. Das hier zwar quasi zuschütten. Ja, das ist ein bisschen blöd. Schon eine Werkstatt? Ich glaube nicht. Wir haben nur so ein Dämonenbeschwörungsteil. Wir haben das, okay. Ah, einer der Schnodderlinge des glücklichen Bösen hatte ein verstecktes Arcanium entdeckt. Ach komm, Dämonen konnten hier wertvolles Mana erstellen, das zum einen sie selbst benötigten, das zum anderen aber auch für mächtige Zauber genutzt werden konnte. Fuck you. Und so begann der erste Dämon damit, im Arcanium mächtiges Mana zu generieren. Ah, köstliches Mana. Schmiere ich mir gerne auf mein Sonntagsbrötchen, wenn mir meine Frau die Pantoffeln und die Zigarre reicht und ich die Zeitung aufschlage, um die Todesanzeigen... Aber wieder zurück zum Thema. Mana war auch für das sich nicht für Sonntagsbrötchen interessierende Böse wichtig, denn zum einen gierten seine Dämonen mit höherer Stufe danach, zum anderen konnte es benutzt werden, um mächtige Zauber zu wirken. Natürlich fackelte das aufgeregte Böse nicht lange und probierte das zeitnah aus. Ach so, die haben wir schon freigeschalten. Ist natürlich praktisch.
muss in die Werkstatt hin. Und ich brauche mehr Hühner. Beziehungsweise Gurus. So, jetzt schauen wir mal schon, wie wir das hier machen. Schon, das ist geregelt. Versteck brauchen wir noch. Das können wir jetzt natürlich hier hinbauen. Ich brauche noch einen Stadterling mehr. Es ist Zahltag. Wir müssen 140, okay. Das ist noch okay. Drachen haben sich im Untergrund breit gemacht. Drachen. Jetzt können wir gleich mal einfach die Zauber ausprobieren hier. Hat eine Abklingzeit. Wie viel verbracht er? 80. Nicht schlecht. Einmal noch und dann haben wir die gekillt. So, sind die tot. Ei, hab ich's doch gewusst, das verdammte Spitzohr schleicht hier rum. Los, Männer, alle Wachen verdoppeln und lasst mir was übrig. Ha, lustig. Ich brauch mehr Gold. Du hast doch keine Chance gegen mich und das ultimative Böse. Deine Bierfahne stinkt bis in meinen Dungeon hinab, du versoffener Wicht. Schwärmt aus und findet sie. Die Präsenz der Streitkräfte des wie ein konfettischmeißender Teletubby auffälligen Bösen war nicht länger ein Geheimnis. Tatsächlich war es erstaunlich, wie lange es den Streitern des Guten entgangen war. Gut, deren Anführer war ein Zwerg und der hatte üppige Biervorräte, aber ich schweife ab. Es ist zu hoffen, dass die Verteidigung des Dungeons bereit ist. Nein, die ist bei weitem noch nicht bereit. Weil mit den Fallen bin ich auch noch nicht so weit. Ich brauche jetzt erstmal alle meine Leute hier. Wir müssen jetzt mal schnell anfangen mit den Friedhöfen und dem ganzen Scheiß. Die Stadtlinge kann man schon mal anfangen hier auszuheben. So. Gut. Hier eine Mauer ist. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Das ist beschissen. Okay, dann benutze ich halt mal meine coolen Zauber hier. Was gibt es? Bring mich zum Kampf! Thank you.
Gut. Angriff abgewehrt. Aber für das meine... Jetzt wird keine Rücksicht auf Verluste genommen. Wir müssen hier hin und so einen Brunnen kaputt haben. Was ist? Einmal mit Profis arbeiten. Und bleib liegen. Schon haben wir Zorn zurück. Gut. Jetzt können wir auch die Nagas erforschen. Jetzt brauche ich aber gerne mal einen Bevölkerungscap. Mal wenigstens eine Naga. So. Hier können wir noch was abbauen. Es ist Zahltag. Wie viel müssen wir bezahlen? 400 Scheibenkleister. So, jetzt können wir auch Fallen bauen, soweit ich weiß. Nein, wir brauchen... Nein? Doch. Oh. Gut. Aber Mana haben wir eigentlich ziemlich viel, ne? Ich bräuchte vielleicht noch einen Schnodderling. Achso, das kann auch liegen bleiben. Gut. Dann lassen wir es liegen. Dann könnte man sogar, wenn man die Eingänge mal so ein bisschen betrachtet, erstmal müsste man hier was zuschütten. Wenn man hier noch einen Fallenraum hinklatscht. Direkt danach nochmal. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Und hier muss dann quasi so ein Bereitschaftsraum hin. Und ich brauche noch einen Shadowling. Thank you.
plötzliche Musik wechseln. Die müssen wir mal ganz geheim vergrößern. Einer streikt, weil er müde ist oder wie? Dann kann man hier Bereitschaft den Schlafraum vergrößern. Stärker machen, das machen wir auch mal. Acht Schotterlinge haben wir jetzt. Oh Gott im Himmel, was ist denn hier unten? Es ist Zahltag. 385. Das Zoll hat sich ganz schön gesenkt. Respekt. Ich müsste mal zu dem ersten Friedhof wegen den Untoten. Ja, ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Ist halt ein bisschen blöd, dass du die Betten nicht selbst bauen kannst, ne? Mehr so Gobbler brauche ich eigentlich. Scheiße. Das wollte ich eigentlich nicht. Fuck. Eigentlich brauche ich so eine zweite Gobbler-Farm. Passt perfekt hier rein.
legen wir mal im Thronsaal ab. Jetzt kann ich quasi mit nichts mehr anfangen, weil keine meiner Kreaturen gerade irgendwie richtig krass im Arsch ist. Aber was wir jetzt bauen können, sind Fallen, ne? Ein gebautes Tüftlermaschinarium. Ach, das haben wir ja noch nicht. Eigentlich könnte ich den Scheiß hier wieder zuschütten, weil ich ja mehr von dem Zeug ja eigentlich nicht brauche. Dafür können wir hier dann so ein Tüftlermaschinarium hinbauen. Bei. Das umtriebige Böse hatte ein Drachennest angegraben. Oh, nicht schon wieder. Gold. So. Fällt mehr Bäume, ihr Schlafmützen! Wir brauchen Holz! Wir brauchen Holz. So. Das können wir auch mal aufräumen. Hauptschatzkammer. Es ist Zahltag. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. So. Jetzt haben wir so ein Tüftlermaschinarium im Bau, genügend Nahrung, zwei Schatzkammern, wobei wir hier auch noch welche bauen könnten. Wenn man das Ganze mal ein bisschen besser baut hier. So, kann man wieder ein bisschen forschen hier. Zum Beispiel das hier. Hier haben wir jetzt alles. Ein Schnatterling. Das Bevölkerungscap erhöhen wir mal schnell. Genau. Den Rest machen wir dann in der nächsten Folge. Also, das war's dann mit der Folge Dungeons 3. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn nicht, dann schreibt eure Kritik in die Kommentare.
Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.